wenn ich doch nur nicht so schrecklich müde wäre. Diese Amerikaner schaffen mich, aber ich werde mir das nicht länger gefallen lassen. Sir Simon de Canterville hat allen Grund, um wütend zu sein. 400 Jahre lang wurde er in seiner Position als Schlossgespenst ernst genommen und gefürchtet. Doch damit ist jetzt Schluss. Hiermit übernimmt die Familie Otis aus Nashville, Tennessee, USA, Schloss Canterville. Also ich heiße Tatjana Schmeißel und ich spiele die Mrs. Otis, Frau des Schlossherrn und Mutter von 1, 2, 3, 4 Kinder. 4 Kindern. Amerikaner in einem altehrwürdigen englischen Schloss. Das allein ist schon eine bodenlose Frechheit in den Augen der Belegschaft auf Schloss Canterville. Doch das ist längst nicht alles. Das Schlimmste für den Sir Simon ist ja, dass sie keinerlei Angst haben vor ihm. Er kann da machen, was er will, aber er ist mehr oder weniger in ihren Augen eine Lachfigur. Ich werde furchtbare Rache nehmen. Es wird wieder Angst und Schrecken einkehren in den Hallen der Canterville! Angst und Schrecken verbreiten eher die Zwillinge Jenny und Jeannie, die ihre ganz eigene Art haben, mit dem Gespenst umzugehen. Möge die Macht mit ihm sein! Hurra! Hurra, das Gespenst ist vertrieben! Nur eine zeigt Verständnis für den armen Sir Simon. Die älteste Tochter der Familie Otis, Virginia. Unser Gespenst ist ja nicht so ein gruseliges Gespenst, wenn man das vielleicht meint, sondern ist natürlich ein bisschen traurig. Der hängt seit 400 Jahren in dem Schloss fest, die Familie quält ihn, die keiner nimmt ihn ernst. Und die Virginia, die fasst sich dann ein Herz und den Mut, um das Gespenst besser kennenzulernen. Bahnt sich da vielleicht sogar eine romantische Geschichte an? Das wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Fest steht aber, bei der Neuinszenierung von Oscar Wildes Gespenst von Canterville bleibt kein Auge trocken. Ein Gag reiht sich an den anderen. Doch trotz allerhand Komik gelingt es den Darstellern, die durchaus tiefgründige Kernaussage zu vermitteln. Eigentlich ist es ein sehr aktuelles Stück, weil wir nämlich da zeigen, wie zwei eigentlich sehr integrationsunwillige Kulturen aufeinandertreffen, nämlich die alte englische und die neue amerikanische. Und wie es heute auch noch ist, und gerade im Moment, mit Brexit haben wir das ja gesehen, ist es eigentlich, aktueller könnte es nicht sein. Sofort ins Auge stechen die aufwendigen Kostüme und die liebevoll gestaltete Kulisse. Selbst die kleinsten Details haben die Bühnenbauer mit größter Sorgfalt entworfen. Ja, uns war ganz wichtig, dass wir ein bisschen die Mauerstruktur von der vorhandenen Burg, die wir haben, die Mauerstrukturen, dass wir das auch ein bisschen mit übernehmen, dass wir praktisch ein großes Ganzes bekommen hier. Doch die 12 Darsteller des Burgtheatervereins sind in diesem Jahr nicht die einzigen, die auf der Bühne stehen. Für tänzerische und vor allem akrobatische Verstärkung sorgt die Showtanzgruppe Flipflops aus Straubing. Die Einzelakrobatik-Sachen müssen natürlich länger wie einen Monat geübt werden, das ist ganz klar. Da braucht man oft mal ein halbes bis ein dreiviertel Jahr, bis eine Akrobatik so steht, dass man es auf einer Bühne, die meinetwegen Unebenheiten hat, vorführen kann. Aber man setzt es dann zusammen für das Stück, entweder für Mittelalter oder für Zirkus oder was halt erwünscht ist. Aber die Elemente selber müssen natürlich länger geübt werden, da hängen wir schon Jahre dran. Falls Sie jetzt Lust auf mehr bekommen haben und wissen wollen, ob Sir Simon die Familie Otis wieder los wird, dann haben Sie noch vom 30. Juni bis zum 3. Juli sowie am Freitag, den 8. Juli und am Samstag, den 9. Juli die Gelegenheit, das Stück im Ganzen zu sehen. Sehen Sie zu, dass Sie aus meinem Schloss verschwinden! Ich bin eine amerikanische Lady und habe es nicht nötig, mich von Ihnen anzeigen zu lassen! Gute Nacht! Gute Nacht!